Na dann, wollen wir mal in die letzte. Na, was ist denn hier los? Warum geht das nicht hin? In die letzte Episode reinstarten. Episode 6. Ah, wie hießen die jetzt gerade? Stand doch gerade noch hier irgendwo. Na egal, wird gleich wieder dastehen. Wird geladen. Telltale und GameTap präsentieren. Und darum hat jeder Bürger morgen eine kostenlose, aus Steuergeldern finanzierte Spraydose im Briefkasten. Amerika, fang an, richtig zu sprühen. Heizen wir die alte Kiste auf. Dies war eine Verlautbarung des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Was ist los, Sam? Du hast dein Stichwort verpasst. Was? Oh, tut mir leid, Kleiner. Ich grüble immer noch über unseren letzten Fall nach. Das Internet sagte, es arbeite für jemanden namens Roy J. Biff. Offensichtlich ein Pseudonym, aber wessen? Wir sind Detektive, Sam, keine Telepathen. Hey, vielleicht sollten wir Rainer Segen fragen. Telepathen, das ist es. Nein, ist es doch nicht. Hast du übrigens irgendwo mein Exemplar von Emetik, das Handbuch für vielfarbige Freude von Rainer Segen, gesehen? Vielfarbig? Nein. Denk nach, Max. Heute Morgen hatte ich noch eine Idee. Morgen, das ist es. In der alten Sprache des schlammanbietenden Kapalahutek-Stammes in der Nord-Serengeti bedeutet unser Wort morgen so viel wie der den hypnotischen Regenmann erlegt. Dieses Was? Wort fürchtet er am meisten. Also kann hinter diesem Roy G. Biff nur die einzige Person stecken, die niemals das Wort morgen benutzt hat. Und das bedeutet, es ist... Rainer Segen? Der Commissioner war's? Ich hab ihm noch nie so ganz getraut. Nein, Kalkhirn, Rainer Segen ist der Übeltäter. Niemals. Was? Nein, Commissioner, ich habe nicht Sie gemeint. Hören Sie, ich brauche sofort einen Haftbefehl für Rainer Segen. Beim Bade der griechischen Göttin Selene in einem Streitwagen mit zwei obenliegenden Nockenbällen. Wir sind schon unterwegs. Es geht los, Max. Der Commissioner sagt, Rainer Segen hält sich im Moment in seinem exklusiven Prismatologie-Kloster auf dem Spektrum der Ruhe. Mann, ich wette, das liegt in irgendeiner coolen, exotischen Gegend auf einer Insel im Pazifik oder sogar in Gütersloh. Noch weiter weg, mein Freund. Wir reisen zum Mond. Ach was. Okay. Episode 6, Staffel 1 von Sam und Max. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber es wird sicherlich gleich noch gesagt. Jetzt auch die letzte Folge mit der Bart Simpson, mit dem Bart Simpson Dub. Ab Season 2 sind es komplett andere Stimmen. Also allgemein, auch Max, Sam, alle werden dann von anderen Leuten gesprochen. Die helle Seite des Mondes. So heißt die Folge. Ein schönes Gefühl, wieder auf dem Mond zu sein, was? Uns wurden ja auch Flügel verliehen und wir haben noch jede Menge dieses österreichischen Energy Drinks im Tank. Du wusstest schon immer, wie man die Nennung eingetragener Markennamen elegant umgeht, Kleiner. Was machen wir als erstes, Sam? Suchen wir das Spektrum der Ruhe, finden raus, was Rainer Segen vorhat und schieben dann seinen prinzipienlosen prismatischen Hintern in den Knast. Ist das da ein Besucherzentrum? Oh Gott, Maulwurfsmann, Maulwurfsmann. Okay. Kann man auch zurückfahren? Wohin geht's jetzt, Sam? Zur Erde. Kann man einfach so zurückfahren? Krass. Lass uns noch etwas hierbleiben. Fahne. Wie funktioniert das, wo es doch auf dem Mond gar keinen Wind gibt? Gute Frage. Guck mal. Das ist eine Mondlandefähre. Die Wikinger sollen ja lange vor den Amerikanern hier gewesen sein. Man hat Paddel gefunden. Hochgepaddelt? Nee, Digga, das glaube ich dir nicht. Die Tür ist verschlossen. Hey, die Schlüssel sind drinnen eingeschlossen. Das passiert ja so vielen von uns. Okay. Kein schlechter Raketenantrieb. Hui! Mondlandefähre.
Mondbesucherzentrum und Souvenirshop. Der kotzt ja einen Regenbogen aus. Nettes T-Shirt. Krieg ich eins, Sam? Oh, bitte, 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 bitte. Du trägst doch gar keine T-Shirts, Max. Aber ich kann sie doch trotzdem sammeln. Nein. Das macht keinen Sinn. Die kommen mir merkwürdig bekannt vor. Schneekugeln? Ich meine, wir hatten mal eine Schneekugel. Bitte. Ich muss jeden Besucher beim Verlassen des Gebäudes durchsuchen. Reine Formalität. Wir verstehen schon. In Ordnung, ihr könnt durch. Oh, das ist Abe Simpsons Stimme. Grandpa Simpson. Was gehört hierhin? Diese Hypnosebrille war ein früherer Prototyp der Hypnostrahltechnologie, die derzeit eingesetzt wird, um weltweit die Lehre der Prismatologie zu verbreiten. Boah, eine unsichtbare Brille. Nicht wirklich. Die Brille wurde vor ein paar Monaten gestohlen. Ehrlich, manche Leute klauen alles, was sich nied- und nagelfest ist. Oh, wir doch nicht, ne? Wir doch nicht. Ach, er hat dann zugegeben, das ganze Hypnose-Ding, was hier abgeht. Es dreht sich einfach nur um diese Prismatologie. Dieser Rainer Segen versucht, seine verrückte Religion auf der ganzen Welt zu verbreiten. Was ist das denn? Sieht aus wie ein verbogener Löffel mit einem Klecks Senf drauf. Die Kraftlöffel krumm und wieder gerade zu biegen, die in diesem völlig unzerstörbaren magischen Talisman gespeichert ist, gehörte zu den ersten mentalen Fähigkeiten, die Rainer Segen entwickelt und bekannt gemacht hat. Na toll, ich kann Löffel mit den bloßen Händen verbiegen. Eine Frage, würde das auch bei Schraubenschlüsseln funktionieren? Sollte es. Die haben ja eine gewisse Löffeligkeit. Interessant, interessant. Menno, jetzt habe ich vergessen, wo ich dran war. Was war das noch? Unzerstörbarer tragischer Talisman. Ach ja, der praktisch unzerstörbare Schaukasten ist ein Triumph der modernen prismatologischen Wissenschaft. Praktisch unzerstörbar? Ausführliche Tests haben gezeigt, dass der Kasten resistent ist gegen Kugeln aller Kaliber, Säure, einen Fall aus großer Höhe, enormen Druck, Schallwaffen, Bohrer mit Diamantspitzen, Tornados, Zynismus sowie gegen Flüssigstickstoff. Nicht anfassen, er könnte kaputt gehen. Ups, das ist aber nicht sehr sicher befestigt. Ach, haben wir den eingesteckt? Haben wir den jetzt eingesteckt? Aber das wird doch dann entdecken, oder? Und uns wieder wegnehmen. Vielleicht mit einer Schneekugel austauschen? Ich muss erstmal diesen blöden Kasten abkriegen. Dieser billige Touristenkram ist offenbar im ganzen Sonnensystem gleich. Können wir uns auch etwas billigen Touristenkram kaufen, Sam? Nein. Nein. Wir haben kein Geld. Was ist denn das für ein Diagramm? Ich wette, das ist ein Stammbaum, der beweist, dass Justin Timberlake von den Mondbewohnern abstammt. Ja. Dieses Diagramm illustriert haarklein Rainer Segens genialen Plan, durch seine Verbindung zur US-Regierung, zum Internet und zur Spielzeugmafia die gesamte Erdbevölkerung zu hypnotisieren. Na, war ich doch ganz dicht dran. Warst du nicht der Pate der Spielzeugmafia? Stimmt, ja, das war ich. Komisch, dass ich zu dieser Zeit nichts davon gewusst habe. Du warst der Pate? Ach, Harry! Harry, der Maulwurfmann! Ja. Ach, Mensch. Und das Diagramm zeigt wirklich alles, ne? Alle Teile, die wir gespielt haben quasi. Und wie sie zusammenhängen. Nutzlos. Ah, lustig, guck mal. Welche Währung benutzt man eigentlich auf dem Mond? Melonen. Wie passend. Nochmal kurz. Faszinierend. Nee, nicht das. Wo krieg ich es nicht mehr ausgewählt? Aufregend. Nein. Müll. Billig. Nein. Nutzlos. Das hier. Sputnik. Da steht Sputnik drauf. ja, das entdeckt er ja. Einen Augenblick bitte. Ich muss jeden Besucher beim Verlassen des Gebäudes durchsuchen. Reine Formalität. Aber natürlich. Oho, was haben wir denn da?
Ich wusste, dass ihr irgendein Ding drehen wollt. Meine Karriere bei der Spielzeugmafia zu ruinieren hat euch wohl nicht gereicht. Jetzt wollt ihr mich auch noch aus diesem Job rauswerfen lassen, ja. Was? Ja, das Ding muss mir in die Tasche gefallen sein, als ich eure tolle Deckenarchitektur bewundert habe. Welche Mafia? Versuch das nicht nochmal, sonst muss ich zu härteren Bandagen greifen. Das haben doch bestimmt schon viele versucht. Ja, aber ich hab immer... Hey! Wie sollen wir das da rausholen? Und da ist der Anzug, den er anhatte. Schau mal, da liegt ein etwas mitgenommenes Robot-Exoskelett auf dem Müll. Die Vergangenheit taugt nur als Dünger für die Zukunft. Das hat Rainer Segen gesagt. Ja, Mensch, jetzt kommt aber irgendwie alles zusammen, hä? Was? Sogar der Türsteher vom Präsidenten, der, wie hieß der? Wie hieß denn der? Weiß nicht mehr. Die Welt ist doch ein Dorf. Superblocker. Da ist ja unser liebster Kabinettsminister und Geheimdienstmitarbeiter Agent Superboy. Unser liebster? Superblocker. Das wäre ja, als ob man sich ein Lieblingskind aussucht, Sam. Ich liebe sie alle. Hab ich nicht erst vorige Woche gesehen, wie du den Verteidigungsminister mit seiner eigenen Ordensspange verprügelt hast? Manche Formen der Liebe sind halt schmerzhafter als andere. Seid gegrüßt, Neuankömmlinge. Rainer Segen sei mit euch. Warum arbeitest du jetzt für Rainer Segen und nicht mehr für uns? Max, der Präsident. Lass mich raten. Du bewachst den Eingang zum Kloster. Das ist richtig. Ich habe eine echte Leidenschaft dafür entwickelt. Und Rainer Segen glaubte an meine Türsteherqualitäten, als niemand sonst daran glaubte. Tolle Geschichte, wirklich toll. Gut, dann lass uns jetzt mal rein. Auf keinen Fall. Nur Prismatologen der Roten Wolke dürfen in Rainer Segens magisches Paradies. Was ist ein Prismatologe der Roten Wolke? Weil ich nämlich ziemlich sicher bin, dass ich einer bin. Die Rote Wolke ist der Höhepunkt der Prismatologie. Ihr müsstet euch kurz der Regenbogenanalyse unterziehen, um euer derzeitiges Niveau zu ermitteln. Liegt man da nicht regungslos in so einer Bleiröhre, während einem lauter knallbunte Wattestäbchen in sämtliche Körperöffnungen eingeführt werden? Was? Nein, diese Methode haben wir schon 87 dran gegeben. Das geht heute viel einfacher. Ach, das war mal wirklich eine legitime Methode, ja? Okay, gut. Dann mach doch mal deine Regenbogenanalyse. Wir gehören zur Roten Wolke, lass uns rein. Ihr irrt euch sicher, aber führen wir trotzdem mal die Regenbogenanalyse durch. Nehmt das hier. Ein Einhorn? Und was soll ich jetzt damit machen? Dran reiben. Dran reiben, Sam. Fester. Fester? Tut mir leid, aber das Einhorn sagt, ihr beherrscht bestenfalls die gelbe Wolke. Meine gelben Wolken stinken tödlich, Killerwolken! Nur mit der roten Wolke kommt man in das Kloster, so sind die Vorschriften. Die Erleuchtung der gelben Wolke ist recht mickrig. Aber Rainer Segen möchte, dass ihr das Einhorn als Zeichen seiner Liebe behaltet. Treibt oft daran, um euren Fortschritt auf dem Weg zum reinen Segen zu messen. Boah, ein eigenes einzelnes Einhorn. Ich werde es Hörnchen nennen. Reibt oft daran. Dann tu das. Kinder, reibt oft daran. Ich hatte schon Angst, dass es sich eher um eine Analyse handelt, nicht eine Analyse. Aber es ist auf andere Weise ganz schrecklich geworden. Auf ganz andere Weise ganz schrecklich geworden. Wie funktioniert das Einhorn überhaupt? Das ist eine Art Magie. Sicher. Entweder das oder es ist sowas wie diese kitschigen Stimmungstiere, die einfach auf Körperwärme reagieren. Ein Stimmungshorn. Ihr seid keine wahren Gläubigen. Ich kann euch das daher nicht erklären. Also wahrscheinlich wirklich irgendwas mit Körperwärme, oder? Durch Reibung nimmt das Farbe an. Und wie stärker du reibst oder wie mehr Wärme du erzeugst oder wie wärmer du selber bist, ne, desto tiefer wird die Farbe halt, zu irgendeinem Knallrot ganz am Ende. Studierst du auch diese Prismatologie? Ich studiere sie nicht, ich beherrsche sie. Du hast gelernt, die Prismatologie zu beherrschen, indem du vor einer Tür stehst? Ich bin eins mit der Tür. Wir existieren in der karmesinroten Wellenlänge der Wirklichkeit. Die Tür ist eine Illusion. Was? Die Tür ist eine Illusion? Dann mach sie auf und beweise es. Präsident Max wünscht eine Audienz bei Rainer Segen. Ich kann doch nicht jeden dahergelaufenen Politiker reinlassen. Ich habe meine Befehle. Nun, als dein Präsident gebe ich dir einen neuen Befehl. Verzieh dich!
Ich bin jetzt ein Segensbürger. Ich kann euch nicht reinlassen. Jeder dahergelaufene Politiker. Er ist der Präsident! Und was ist mit Loyalität gegenüber deinem Präsidenten? Lass uns rein. Rainer Segen hat mir gezeigt, wie dumm dieses Prinzip der unabhängigen Staaten ist. Außerdem sind die Sozialleistungen besser. Komplette medizinische Versorgung plus Zahnersatz. na gut. Bis dann, Super Bowl. Jetzt muss ich jetzt was überlegen. Einhorn. Sein Horn misst meinen Fortschritt auf dem Weg zum reinen Segen. Hey Max, magst du mit dem Einhorn schmusen? Nein, danke. Ich war noch schnell, bevor wir aus dem Büro los sind. Ah. Was ist das denn hier? Hä? Only you can prevent Moonfires? Mondfeuer? Es gibt doch gar keinen Sauerstoff auf dem Mond. Wie könnte es dann überhaupt brennen? Hilf mit, verhüte Mondbrände. Hä? Macht ja gar keinen Sinn. Okay. Also um hier reinzukommen, müssten wir das Ding rot bekommen. Hallo Harry, willst du mal an meinem Einhorn rubbeln? Nein, so verzweifelt bin ich doch nicht. Wow, das hast du jetzt nicht gesagt. Du kannst doch nicht zu so einem kleinen Burschen gehen, der gerade mal halb so groß ist wie du. Weiß der Geier, wie alt er ist, ne? Und sagen, hey, kleiner Mann, hast du mal Lust, an meinem Einhorn zu rubbeln? FBI, open up! Oh Gott, 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 oh Gott. Was spielen wir hier schon wieder? Ich will Hörnchen doch nicht umbringen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir gehen erstmal zurück zur Erde und gucken mal, was Sybil und Bosco jetzt machen. Terra Firma. Wir müssen irgendjemanden finden, der ordentlich am Horn rubbeln kann. Big Spanky Devlin? Sonntag in der Terrorkuppel. Giuseppe Aufschlag Clack Po springt todesmutig über 12 brennende Busse voller Roboter-Haifische. Er hat einen Rekord gebrochen, Max. Klar, der benutzt ja auch ein Motorrad. Lefties Bude steht mal wieder leer. Abgesehen natürlich von dem Gestank, der noch in der Bude hängt. Open. Was macht sie dieses Mal? Dienste aller Art? Dienste aller Art? Dienste aller Art? Oh, oh yeah. Guck mal hier, Herzchen. Oh ja, oh ja, oh ja. Bier. Irgendwo fehlt an einem Stoffauto diese Stoßstange. An einem Stoffauto? Nein, nein, Bier. Nichts Besonderes. Was? Bier! Abgeschlossen. Meine Nase ist ausreichend blank geputzt. Ebenso blank wie gewisse Millionäre nach der Scheidung von gewissen Damen. Ja, Sybil. Seid gegrüßt, bürgerlicher Sam. Ihr auch, Max. Wir würden es allerdings bevorzugen, mit unserem offiziellen Titel angesprochen zu werden. Hört Sybil mal wieder Stimmen? Stimmen! Oh, lauter Stimmen! Geht es dir gut, Sybil? Und wie gut! Wir haben nur den besten Job überhaupt. Wir sind die Königin von Kanada. Ich dachte immer, Pamela Anderson wäre die Königin von Kanada. Hummel andersrum. Hä, Königin von Kanada? Wieso? Wie?
Königin von Kanada. Wie bist du denn an den Auftritt gekommen? Hast du irgendwo zwischen dem Gerümpel deiner Oma ein halbes uraltes Medaillon gefunden, das auf eine längst vergessene königliche Abstammung schließen lässt? Nichts derart Spannendes, fürchten wir. Wir haben auf eine Stellenanzeige geantwortet. Ja, die Kanadier haben einen guten Sinn fürs Praktische. Sie suchten nach einer Galionsfigur, um dem Land etwas mehr Stil zu verpassen. Und sie meinten, wir wären die perfekte Kandidatin. Was? Ich stell mir gerade vor, so ein Ausschreiben in der Zeitung. Kanada? Groß, kalt, alleinstehend? Sucht Königin? Mittleren Alters, wenn es geht? Weiblich? Keine Ahnung. Du bist noch nicht mal Kanadierin, oder? Zum Teufel, nein. Aber wir hatten den Französisch-Leistungskurs bis zur 8. Und außerdem kennen wir Victor Hugo. Wenn man für einen Hugo schon eine Krone kriegt, müsste ich bei meinem Bekanntenkreis mindestens Präsident der Vereinigten Staaten sein. Du bist Präsident der Vereinigten Staaten, Max. Bei Texas stimmt ja, Sam. Wieso stehe ich denn hier rum, statt irgendwas zu bombardieren? Außerdem waren wir die einzige Bewerberin. Was hat das mit Französisch zu tun? Also, nicht jeder in Frankreich spricht auch Französisch. Es gibt einen Französisch-Kanada-Teil und es gibt einen Belgisch-Kanada-Teil. Ja. Naja, egal. Braucht eure Majestät Hilfe? Will eure Majestät vielleicht mal an meinem Horn rubbeln? Brauchst du Hilfe mit einer Monarchie? Ihr könnten als Freelance-Mounties arbeiten. Danke für das Angebot, Jungs, aber wir haben im Moment alles unter Kontrolle. Ihr helft uns schon sehr, indem ihr auf die offensichtlichen Kanada-Witze verzichtet. Wer macht schon offensichtliche Witze? Genau, Sybil. Außerdem müssten wir die ja dann zweisprachig loslassen, damit sie dein ganzes Volk versteht. Oh, das ist mies. Ja, wenn du jetzt die Königin von Kanada bist, warum bist du dann noch hier? Was machst du als Königin von Kanada denn hier unten in den Staaten? Wieso bist du nicht in Toronto? Bist du noch bei Trost? Es ist arschkalt da oben. Ja. Wir lieben unser Land, aber man kann auch alles übertreiben. Das ist so bekloppt. Die ist doch nicht wirklich jetzt die Königin von Kanada. Was macht denn eine Königin von Kanada eigentlich so alles? Das meiste ist rein repräsentativ. Wir werfen den ersten Puck bei Hockeyspielen ein und sowas. Heute Nachmittag werden wir Geldspenden sammeln für die Wohlfahrt. Sam, wieso darf ich eigentlich nie um Geld betteln? Darüber haben wir doch schon mal geredet, Max. Deine Hackfresse verscheucht die Kundschaft und von deinem Körpergeruch streiken alle Geldautomaten in der Nähe. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, Wege zu ersinnen, wie man dieses Land aufpolieren kann. Alter. Polieren? Also, wir sind heute nur bei dem einen Thema, oder? Du lässt mein Horn zu polieren? Wie soll man Kanada denn noch aufpolieren? Dieses ganzjährige Paradies. Von der frischen Brise und den leckeren Meeresfrüchten British Columbias bis zu den quirligen Metropolen Ontario und Quebec. Du hast deinen Beratervertrag mit dem Fremdenverkehrsamt also doch wieder verlängert? Man muss sehen, wie man über die Runden kommt, Max. Besonders bei dem Tempo, mit dem du aus deinen Schuhen rauswächst. Ich hab ja auch nicht rumgemeckert, als du damals gezahnt hast, Sam. Was ist das für ein Sticker? Laserstrahl. Sind dir noch ein paar brillante Ideen gekommen, wie man Kanada verschönern könnte? Noch nichts Konkretes. Wir haben uns einen neuen Werbeslogan überlegt. Kanada. Überraschend freundlich. Aber wir brauchen etwas Größeres. Etwas, das wirklich Schlagzeilen macht. Oh, Kanada. You are my native land. Wie wäre es... Dann, Eure Majestät. Er darf sich entfernen. Wie wäre es, wenn Eure Majestät mal kurz mein Horn poliert? Hallo, Sybil. Willst du mal an meinem Einhorn rubbeln? Wir haben jetzt Leute, die solche Sachen für uns erledigen. Hätte klappen können. Max? Hey Max, magst du mit dem Einhorn schmusen? Nein, danke. Ich war noch schnell, bevor wir aus dem Büro los sind. Na, schade. Ah, und ich dachte, sie würde an meinem Einhorn rubbeln. Tja.
Kaum wird sie Königin, interessiert sie sich nicht mehr für unser Horn. Eine Schande, eine Schande. Oh, unser Wasserspender ist weg. Guckt mal. Unser Wasserspender ist ich weg. Ich mache mir langsam Sorgen um Herrn Flossi. Er ist seit Tagen nicht mehr heimgekommen. Nein. Unser Wasserspender. Unser Herr Flossi. Ah, hier. Ich wollte gerade sagen, was ist neu dazugekommen? Die Brille. Die VR-Brille, mit der wir das Internet zerstört haben. Jetzt müssen diese ganzen armen Blogger an Straßenecken rumlungern und Passanten anquatschen, um ihnen zu erzählen, welche Fernsehshows sie gerne sehen. Diese armen Blogger. Ich sollte den Videorekorder entweder in die Werkstatt oder zum Exorzisten bringen. Jedes Mal, wenn ich eine Kassette einlege, verlangt das Ding ein Blutopfer. Was? Hallo, Roswitha? Verkaufen, alles verkaufen. Ich wusste gar nicht, dass du eine Börsenmaklerin hast. Quatsch, das war eine von den Erstklässlern, die für mich selbst gebackene Kekse auf dem Kirchenbasar verkaufen. Läuft ganz gut. Man muss sie nur ab und zu daran erinnern, dass die Ware nicht zum Vernaschen da ist. Was labert ihr noch für eine Scheiße, Alter? Hat ja einfach einen Zuhälterring mit kleinen Pfadfindermädchen. Ich habe gesehen, was du getan hast. Aber wenn du schön regelmäßig zahlst, braucht sonst keiner was davon zu erfahren. Ja, bis nachher. Ich hab dich auch lieb, Mutti. Mutti! Ich hab gesehen, was du letzten Sommer getan hast. Mutti. Hallo, Roswitha? Verkaufen, alles verkaufen. Ich wusste gar nicht, dass du eine Börsenmaklerin hast. Quatsch, das war eine von den Erstklässlern, die für mich selbst gebackene Kekse auf dem Kirchenbasar verkaufen. Läuft ganz gut. Man muss ihn nur ab und zu daran erinnern, dass die Ware nicht zum Vernaschen da ist. Okay, okay. Anrufbeantworter. Hey Jimmy, Alter, hier ist Benny Dreikni aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Die Jungs im Labor sagen, sie haben nichts da, womit man Nut und Kanickel schnell und unauffällig wegputzen kann. Am besten wär's, du frickelst ihren Anrufbeantworter ein bisschen um, sodass er ihnen Elektroschock verpasst, wenn sie die dritte Nachricht abgehört haben. Elektroschock? Der will uns mit dem Anrufbeantworter umbringen? Hallo, Mr. President. Der Premierminister von Hosenscheißerstan lässt ausrichten, dass sie sein Land wieder mal entehrt haben und dass er Genugtuung fordert. Er wartet mit seinem Sekundanten und gezogener Duellpistole am üblichen Treffpunkt. Hosenscheißerstan. Cyril hat aber eine böse Erkältung, was? Das kannst du laut sagen. Klang für mich, als hätte sie gesagt, sie sei der Schwager von Axel Schulz. Hätte uns das Ding jetzt nicht umbringen sollen mit einem Elektroschock? Das war jetzt die Ratte, die so getan hat, als wäre sie Sibyl, ne? Und so wie ich das verstanden habe, wollte die uns umbringen mit einem Elektroschock? Hey Jimmy, Alter, hier ist Benny Dreikni aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Die Jungs im Labor sagen, sie haben nichts da, womit man Nut und Kanickel schnell und unauffällig wegputzen kann. Am besten wärst du frickelst ihren Anrufbeantworter ein bisschen um, sodass er ihnen Elektroschock verpasst, wenn sie die dritte Nachricht abgehört haben. Aber wir haben ja keinen Elektroschock bekommen. Naja, gut. Jemand zu Hause? Scheint nicht so. Okay. Sind wir hier auch fertig? Gehen wir rüber zu Bosco. Ich hoffe, Bosco kann uns ordentlich hier das Horn rubbeln. Ansonsten keine Ahnung, wer es machen soll.